Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. In diesem Video möchte ich euch eine Einführung in die Vektorgeometrie geben. Also was ist ein Vektor? Zuerst möchte ich jedoch eine Sache einführen, und zwar den dreidimensionalen Raum. Bisher habt ihr in Mathematik immer so ein Koordinatensystem gehabt wie das hier, x-Achse und y-Achse. Nun, bei Vektoren werdet ihr sehen, das macht man zwar oft im zweidimensionalen, aber also hauptsächlich findet alles im dreidimensionalen statt. Nun, wie kann ich auf einem zweidimensionalen Heft was Dreidimensionales zeichnen? Wir müssen tricksen. Diese zwei Achsen behalten wir bei und führen eine dritte Achse ein. Wir zeichnen sie diagonal. Die Diagonalen von einem Kästchen-Ecken in den nächsten Kästchen-Ecken. So, jetzt müssen wir die Achsen benennen. Wir benennen die nicht x, y, z, sondern wir benennen sie x1, die nach vorne, x2, die nach rechts, bisher kam ich sie als x, und nach oben, nicht y, sondern x3. Wie skalieren wir? Die x2 und die x3-Achse skalieren wir gleichmäßig im Normalfall. In dem Fall habe ich vier Kästchen gewählt für eine Einheit. Und auf der Diagonalen genau das die Hälfte. Wir nehmen also zwei Diagonalen und schreiben da die 1 hin. 2, 3. So, wie zeichne ich hier nun einen Punkt ein? Wir wollen zum Beispiel den Punkt A 1, 2, 1 einzeichnen. Wie auf dem Zeitintervall gehe ich einfach auf den Achsen entlang, also 1 in diese Richtung, 2 Einheiten nach rüber, 1, 2, dann sind wir hier. Und dann muss ich noch eine Einheit nach oben, parallel wieder zur X3-Achse in dem Fall. Also da wäre der Punkt A, 1, 2, 1. 1 parallel vom 0 ausgegangen zur X-Achse, 2 parallel zur X2-Achse und eine Einheit parallel zur X3-Achse. Achse. Machen wir noch einen Punkt. Wir nehmen den Punkt 3, 2, 4. 3 auf der X1-Achse. 2 parallel zur X2-Achse. Vier parallel zur X3-Achse. Also 3, 2, 4. Wir haben hier jetzt also zwei Punkte im dreidimensionalen Raum eingezeichnet. Ihr könnt jetzt hier dran sehr leicht erkennen, den Punkt 1 zeichnen, das ist eindeutig, ihn aber abzulesen ist sehr schwer. Man könnte hier einfach auch sagen, er liegt in der x2, x3 Ebene, der alten Ebene, die wir alle noch kennen, und könnten sagen, das ist ja wohl 1,5, 0,5. Also ablesen ist gefährlich. Einzeichnen nicht. So, nun wollten wir nicht über den dreidimensionalen Raum reden, sondern eigentlich über Vektoren. Was sind Vektoren? Viele kennen es schon aus Physik. Da habt ihr oftmals Kräfte oder andere Dinge mit Pfeilchen veranschaulicht. Diese Pfeilchen wollen wir jetzt ein bisschen genauer behandeln in der Mathematik und nennen die Vektoren. Ich könnte also einen Pfeil nehmen von dem Origo, der im Origo entspringt und auf den Punkt A zeigt. Und damit wir den behandeln können, geben wir den einen Namen und sagen einfach, das ist der Vektor O, A. Also vom Origo nach A. Wir möchten natürlich den Pfeil auch beschreiben können. Und jetzt liegt es einfach nahe zu sagen, der Vektor O, A, der geht ja um 1 in Richtung x1, um 2 Einheiten in Richtung x2, um 1 Einheit in x3, so wie der Punkt da. Das heißt, wir schreiben das einfach auch so auf, 1, 2, 1, nur dieses Mal nicht horizontal, sondern vertikal, damit der Unterschied deutlich wird. Und wir zeichnen immer einen Pfeil über den Namen, um zu wissen, wir meinen hier einen Vektor. So, natürlich können wir auch einen Vektor nach von O nach B haben. Naja, der wäre in dem Fall einfach 3, 2,
4. Jetzt habe ich ja zwei Punkte. Interessant wäre auch der Vektor von A nach B. Der Vektor A nach B. Und ich würde gern auch wissen, wie kann ich den beschreiben. Nun, wenn ich von A nach B gehe, gehe ich um zwei Einheiten nach vorne in Richtung x3, in x1 Richtung. Das heißt von hier nach hier. Das heißt, wenn ich den Vektor AB aufschreiben möchte, gehe ich 2 in x1 Richtung. x2 Koordinaten der beiden Punkte stimmen überein. Somit haben wir in diese Richtung keine Veränderung. Und x3, hier ging nur um 1 parallel, hier um 4. Differenz davon wäre 3, das heißt, der Pfeil müsste noch um 3 weitergehen. Das heißt, unser Vektor AB ist 2, 0, 3. Man kann sowas auch recht einfach ausrechnen. Das wäre einfach OB minus OA. Wobei man das einfach dann so schreibt. 3, 2, 4 minus 1, 2, 1. Und wenn man das ausrechnet, 3 minus 1 gibt 2, 2 minus 2, 0, 4 minus 1 gibt die 3. Wenn ich von B nach A wollen würde, würde ich den Pfeil umdrehen. Das entspricht bei uns Vorzeichenwechsel. Sprich, wir hätten minus 2, 0 und minus 3. Nun, was sind Vektoren? Allgemein, Vektoren sind nicht nur dieser Pfeil von O nach A, nicht nur dieser Pfeil OA heißt 1, 2, 1, man könnte auch von Punkt A aus 1 in x1 Richtung, 2 in x2 Richtung, 1 in x3 Richtung gehen und würden auf einen weiteren Punkt kommen. Das heißt, der Verbindungsvektor zwischen diesen beiden Punkten wäre genau gleich geschrieben. Das heißt, Vektoren sind bei uns die Menge der Pfeile, die gleich lang sind, in die gleiche Richtung zeichnen und parallel sind. Das heißt, das sind nur Repräsentanten von Vektoren und da diese zum Origo eigentlich sehr wichtig sind, nennt man sie Ortsvektoren und schreibt dann meistens nicht OB, sondern einfach nur klein b für den Ortsvektor von B oder klein a für den Ortsvektor von A. Dementsprechend kann ich die Verbindungsvektoren von zwei Punkten berechnen, indem ich die Ortsvektoren voneinander abziehe. B minus A. So, ich habe gesagt, Vektoren sind alle Pfeilchen, die parallel sind, gleich lang sind, die gleiche Orientierung haben. Orientierung meint einfach das hier, in welche Richtung zeigt der Pfeil. Parallel, woran erkennt man, ob ein Pfeil parallel zum anderen Pfeil ist? Man guckt sich einfach die Werte an. Parallel heißt, sie müssen, die Einträge müssen Vielfaches voneinander sein. Das heißt, zu einem Vektor A, 1, 2, 1, wären alle Vielfache dieses Vektor parallel. Das heißt, wenn ich mir einen Vektor C nehme, 2, 4, 2, sehe ich, jeder Eintrag ist das Doppelte des Eintrags bei A. Die zwei wären parallel. A parallel zu C. Wenn ich mir A und B anschaue, sehe ich, der X1-Eintrag ist hier das Dreifache und hier haben wir denselben Eintrag in der X2-Koordinate. Das heißt, hier finde ich keinen einheitlichen Faktor. Diese zwei Vektoren sind nicht parallel.